Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem, ja, was soll ich sagen, Netzteilverbauaktion. Ich habe mir auch was besorgt hier, nämlich das hier. Ja, gab es günstig in so einem Discounter. Habe ich mir gekauft, weil ich dachte, na, das kann man gebrauchen. Und jetzt werde ich mir ein bisschen Power noch geben hier am Mikrofon, damit das Ganze auch ein bisschen lauter wird beim Sprechen. Sonst hören die Nebengeräusche alles laut. Hier habe ich das Netzteil, das habe ich euch vorgestellt, von Shakun, das WPM V2 mit 700 Watt. 80 plus zertifiziert. So, und darunter ist der Computer. Der muss jetzt dran glauben. Ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich mir das so vorstelle, denn ich habe sowas noch nie gemacht und ich weiß auch gar nicht, ob alles im Bild ist. Wie immer, ich nehme im Handy auf, das wisst ihr ja inzwischen, brauche ich nicht extra erwähnen, und ich muss jetzt erstmal schauen, was für ein Schrauben. Sie haben extra wirklich diese Schraubendreher alle besorgt, weil ich dachte, ich habe keine gescheiten Schraubenzieher. Jetzt drehe ich das erstmal so rum und werde die Seitenabdeckung abschrauben. Das kriege ich gerade noch so hin, ohne Probleme. Das Gute ist, es sind magnetische Schraubendreher. Das finde ich richtig gut. Und so. Was ich schon gemacht habe, was ihr vielleicht auch unbedingt machen solltet, wenn ihr am Computer arbeitet. Ja, seht ihr, das ist echt cool mit dem Magnethalter. Wenn ihr am Computer arbeitet, dann solltet ihr euch, bevor ihr irgendetwas am Computer macht, unbedingt selbst erden. Weil es kann sonst passieren, dass ihr Bauteile durch eine statische Aufladung beschädigt. Kann vorkommen, ja. Ihr wisst es doch, wenn er als so läuft und über den Teppich schlendert und dann im Kaufhaus irgendwo was Metallisches anfasst, macht, ping, dann kriegt man eine geballert. Und das ist manchmal schon richtig schmerzhaft. Und genauso schmerzhaft kann es für die Hardware sein. Wenn man so eine statische Entladung hat und man packt an irgendein elektronisches Bauteil ran. Das ist also gefährlich. Deshalb vorher erden, irgendwo hinpassen, fassen, wo es metallisch ist. Zum Beispiel hier, bei mir, hier, da hinten. Puh. Hui. Das war ganz schön heftig. Puh. So ein Stromschlag ist nicht ohne. Ja, seht ihr, und genauso ist es mit dem Hardware. Die schreit dann genauso rum. Hört ihr bloß nicht. Ja, kann man sich verletzen. Das ist die Seitenwand, die geht eigentlich relativ einfach. Die geht einfach relativ einfach weg. Jetzt kriegt ihr auch mal meinen Computer zu sehen. Was hier seht ihr nicht, aber ich sehe die vielen Fingerabdrücke drauf. Ich darf natürlich auch vorwegnehmen, ich habe noch nie, noch gar nie irgendetwas außer Arbeitsspeicher in den Computer eingebaut oder verbaut oder sonst irgendetwas. So sieht das Ganze aus jetzt. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon, ne? So sieht das Ganze aus. Alles im Bild? Alles im Bild. Das hier ist das Netzteil. Das möchte ich rausnehmen. Ja, ich versuche es zumindest. Was mich natürlich ein bisschen beängstigt, sind diese ganzen Stecker und so und das Kabelmanagement. Das, ich glaube, ich muss mir noch eine Schere besorgen oder irgendetwas. Denn ich sehe gerade, hier ist etwas zusammengesteckt, was nicht unbedingt zum Netzteil gehört. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Da muss ich direkt, ich befürchte, einen Cut machen, weil ich habe keine Schere hier. Mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet, dass ich auch noch eine Schere brauche. Mache ich einen Cut? Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück mit der Schere und ich habe es schon abgeschnitten, das Kabelmanagement. Hier, seht ihr es? Diese Kabelbinder, die sollte man sich übrigens wieder besorgen, wenn man denn sowas machen möchte. Es ist auch ein Malheur passiert. Nämlich das Handy hat es voll runtergehauen. Der Saugnapf hat nicht mehr gehalten. Ich weiß nicht, das ist noch nie passiert, aber diesmal ist es passiert, ist runtergeflogen. Das heißt, die Aufnahme Nummer 2 ist völlig im Arsch. Ich habe das schon ausgebaut gehabt und ich habe schon die Kabel gelöst gehabt. Und wie gesagt, mit der Schere, Schanib, Schanib, habe ich auch diese Kabelbinder schon gelöst gehabt. Alles auf dem Video und das Video ist natürlich weg gewesen, weil, keine Ahnung, ist halt kaputt gegangen. Das ist mein Problem. Da ist noch so ein Teil. Hier, seht ihr, habe ich noch so ein Teil da rumliegen. Ja, leider Gottes, ich habe das Netzteil auch ausgebaut gehabt. Ja, wie kann ich es denn hinmachen so richtig so? Und jetzt habe ich alles provisorisch nochmal reingebaut, damit ihr das auch alles im Bild habt. Und das soll ja dann reinkommen hier, das hier. Habe ich auch schon alles ausgepackt. Ach, das ist so ein Elend. Wenn was schief geht, dann geht es richtig schief. Das ist natürlich wirklich dumm gelaufen, kann man sagen. Jetzt mache ich es aber nochmal. Ich löse hier die Kabel alle ab. Nämlich das hier, das ist das Hauptkabel, das am Mainboard sitzt. Dann das Kabel von der SSD. Dann das Kabel von der HD und das Kabel vom DVD-Laufwerk.
Wen's denn abkriege jetzt? Ja, also es ist wirklich ganz schwierige Sache für mich, mit dem ganzen Kabelgedöns, dass ich das zusammenkriege. Ich hätte mir vielleicht Hilfe holen sollen. Ah ja, gut, okay. Und das hier ziehe ich auch ab. Jetzt habe ich alles, alle Kabel, glaube ich, lose, oder? Ja, habe ich alle. Und das schöne Kabelmanagement, wie es denn jetzt war, schön alles mit Kabelbinder, kriege ich bestimmt nicht mehr so hin. Weil das hier ist so hinten durchgeführt gewesen und von da und dann ging es da rein. Und ob ich das mit einem anderen Netzteil hinkriege, ist eine andere Frage. Ich löse jetzt erstmal die Schrauben wieder. Es waren ja gar nicht mal so viele, glaube ich, jedenfalls. Viere, oder? Vier an der Zahl, ja. Genau, die löse ich jetzt einfach wieder. Das Gute ist, dass dieses wirklich magnetische Knöpfe hat. Seht ihr das überhaupt? Ich sehe, das Handy hängt oben, wisst ihr, und dann sehe ich nie, ob ihr das im Bild habt. Alles. Hier ist meine Hand, ich sehe da, na, hallo, hallo, hallo? Nicht wirklich, ne? Das ist noch ein bisschen, glaub, die anderen Teile, die sind ja nicht so wichtig, glaube ich. Sondern es geht ja ums Netzteil. So, aber jetzt ist alles, glaube ich, drauf. Ja, vermute ich mal. So, prima. Das passt. Das passt jetzt. Also kann ich weitermachen, die Schrauben lösen. Vier Stück an der Zahl sind es. Und man merkt auch schon hier, dass es ein, ich will nicht sagen altmodisches Netzteil, obwohl, ich könnte eigentlich schon sagen altmodisches Netzteil. Jetzt habe ich hier ein paar Schrauben zu viel. Na ja, gut. Weil, oder das Gehäuse ist altmodisch. Kann auch sein. In der Regel werden ja bei den neueren Netzteilen, bei den neueren Gehäuse, werden die Netzteile ja unten verbaut, damit es einen eigenen Luftkreislauf hat. Und in meinem Fall ist das Netzteil noch oben verbaut, am oberen Teil des Gehäuses. Und was ich jetzt als Problem ersehe, dieses Netzteil, das alte Netzteil, das bläst nach hinten raus. Hier ist da hinten der Lüfter, da bläst es raus. Und aus diesem Grunde denke ich, dass das neue Netzteil, das schon ein moderneres ist, hier ist es. Ja, ich habe es draußen. Jawohl, Operation geglückt. Patient tot. Ich hoffe nicht. 350 Watt. Und hier ist der Lüfter. Der geht nach hinten raus. Also so ein richtiges 0815 Netzteil ist das. 350 Watt und bläst nach hinten raus vom Gehäuse. Bei dem neuen Netzteil, so, jetzt lege ich das erstmal auf die Seite. Das neue Netzteil, das kommt hier. Das sieht um einiges natürlich schicker aus. Hier ist es. Aber der Lüfter ist unten. Ein 140 mm Lüfter. Der ist unten. Das heißt, wenn es drin ist, er bläst ins Gehäuse oder zieht Luft vom Gehäuse. Das ist alles warm. Also ist das, er bläst quasi warme Luft ins Gehäuse. Ist das toll? Nicht wirklich, ne? Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich noch einen neuen Lüfter besorgen. Hier kann ich noch einen montieren auf der Seite, da sehe ich noch ein Dings Platz für einen weiteren Lüfter. Ich habe überhaupt keinen Gehäuselüfter drin, oder? Doch einen. Hier ist einer. Einen Gehäuselüfter habe ich drin, einen zweiten muss ich mir wohl noch besorgen. Die werde ich vielleicht auch komplett austauschen. Oder ich werde mir ein komplett neues Gehäuse holen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Aber okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was brauche ich an Kabel. Die hier sind ja schon vergeben, was mich jetzt ein bisschen wundert. Hier war ja ein 4-Pin-Kabel dran gesteckt, hier. Ich hoffe, ihr seht das, ist im Bild. Und ich habe hier keinen 4-Pin-Anschluss, sondern nur einen 8-Pin-Anschluss. Gehört aber ans Mainboard. Also ich vermute mal, dass das trotzdem funktioniert. Okay. Jetzt brauche ich natürlich noch ein weiteres Kabel, nämlich die Kabel für die Laufwerke wieder. Bloß, wie viel brauche ich denn da? Zwei davon. Also hier habe ich eins. Two-SATA-Device. Also ich nehme an, dass diese Kabel hier, das sind drei Stück, dass ich die hier hin montieren kann. Einmal hier und einmal hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich würde einfach mal, wie macht man das zuerst? Zuerst ans Netzteil ran? Ja, ich muss erst mal gucken, wo das denn hingehört. Gibt es da, das ist ein 6-Pin-Anschluss, nein, ein 5-6-Pin, ja, aber an dem Pin hier, seht ihr das, da ist gar nichts drin. Aber welches nehme ich denn da? Ist das eigentlich egal? Ich glaube ja, oder? Also nehme ich mal den hier, zum Beispiel. Ja.
Dann nehme ich das Kabel hier, schiebe das einfach mal so durch. Und montiere es dann einfach mal alles so. Es ist ja lang genug. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin. Wie ist denn... Aber mir kraut es da echt voll davor. Ehrlich gesagt, ist es für mich ein Graus. Ein Graus, ein Graus. Ja, so rum gehört es dann rein, das Netzteil. Das ist also auch schon mal richtig. Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt zuerst machen muss, wie und was und wo. Ich mache jetzt einfach mal die Kabel für die Laufwerke, mache ich jetzt erstmal ran. Wenn ich es denn hinkriege. Wenn ich es hinkriegen sollte. Von der... Müsste eigentlich passen. Drei Stück brauche ich. Also hier eins. Einmal hier. Ist das richtig? Es muss richtig sein. Es kann gar nicht anders sein. Nur das Problem ist, ich krieg's nicht rein. Du kommst da nicht rein, sagt sich das Kabel dann einfach. Du kommst da nicht rein. Aber, na? Passt, passt. Drin. Cool. Also das passt schon mal. Jetzt kommt dann das nächste Kabel. Ja, das nächste Kabel kommt jetzt hier. Das ist dann hier. Das mache ich jetzt genauso. Ich biege das einfach mal so. Dich muss ich mal ein bisschen hochheben jetzt, leider. Ein bisschen verbiegen und dann kommst du da rein. Ist auch drin, oder? Und das letzte Kabel. Das wird jetzt ein bisschen störrisch, ja. Das will nicht. Das hat keine Lust. Ist das das Richtige überhaupt? Das muss doch da reinpassen, oder? Ich denke doch, ja. Auch drin. Was mich jetzt ein bisschen stört, das hier. Das ist alles ein bisschen eng. Es passt zwar alles schön, aber... Jetzt kann ich das wieder dran machen, oder? Passt das jetzt noch rein? Ja, passt wieder rein. Es sind zwar ein bisschen flexibel, die Kabel... Kann ich das vielleicht so nach innen biegen? So rein? Ja, genau so. Dann ist es aus dem Weg. Ja, also jetzt hätte ich die Laufwerke alle angeschlossen. Jetzt muss ich nur noch das dicke Ding. Ey, ich hoffe, ich kriege das Ding wieder zum Laufen. Hey. Das Problem ist, der wird wohl da nicht durchpassen, der Stecker. So wie das andere da durchgepasst hat, wird der wohl da nicht durchpassen. Warum passt er nicht durch? Der andere hat doch auch durchgepasst. Vielleicht... Oh. Okay. Ah, okay. Man kann diese Stecker da ein bisschen kleiner machen. Das ist natürlich eine coole Sache. Das mache ich jetzt auch mal in dem Fall. Noch wo? Oder war es das? Vielleicht kriege ich die dann so besser da durchgeschoben. Dann hätte ich schon mal wieder ein Problem weniger... Nämlich das Kabelmanagement auf dieser Seite wäre dann gelöst. Denn dann hätte es wieder, wie es war, aber ich komme da trotzdem nicht durch, oder? Doch. Zumindest mal ein Stückchen weiter bin ich da durchgekommen jetzt. Jetzt muss ich es da noch hier durchkriegen, ja. Komm mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Ja, superb. Hat gepasst. Jetzt mache ich das andere Kabel auch noch dadurch. Und dann kann ich das Netzteil... Oh, ich bin so blöde. Bin ich blöd oder bin ich blöd? Ich kann das gar nicht da durchschieben. Ich muss das nur von innen... Ah, bin ich blöd. Jetzt kann ich das Ganze nochmal rausfriemeln. Du bist doch kein Problem da. Aber euch zwei. Jetzt habe ich es so schön wieder da durchgekriegt, dass das Kabel auch wirklich gut... weg ist. Und jetzt kriege ich es da nicht mehr raus. Erstmal das kleine Kabel durchzerre. Na komm mal da. Weißt du? Ach, das ging ja doch schneller als ich dachte. Ich bin so ein Trottel. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Bin echt so ein Trottel, hey. Ja. Freunde. Es geht natürlich ganz anders. Ich mache jetzt trotzdem da wieder rein, gleich, direkt. Ich weiß echt nicht, ob das stimmt. Ich nehme halt irgendeinen Anschluss da von diesen 6-Pin-Anschlüssen. Passt ja alles rein.
Genau damit habe ich ein Problem ein bisschen. Das Netzteil ist ein bisschen größer als das andere. Und ich kriege jetzt da das nicht wirklich darunter. Na? Irgendwo klemmt es noch. Aber ich weiß noch nicht wo. Hier an den Anschlüssen da. Ich krieg's nicht runter. Das heißt, das Netzteil ist zu groß für meinen Bedarf. Kann das sein? Nee. Ich krieg's auch nicht mehr raus. Jetzt habe ich natürlich die Arschkarte. Ich krieg's weder rein noch raus. Doch, raus krieg ich's wieder. Da stimmt irgendwas nicht. Dem Kabel da. Noch ein Versuch. Ja, da komme ich nicht mehr runter jetzt. So weit klappt und dann geht es nicht mehr weiter runter. Denn hier diese Kabel da. Jetzt habe ich es aber, oder? Habe ich es jetzt drin? Jetzt habe ich es geschafft. Glaube ich, oder? Nee, es lässt sich noch nicht nach hinten fallen. Ist es jetzt drin oder ist es jetzt nicht drin? Das ist die Frage. Jetzt. Jetzt habe ich es, aber jetzt muss ich gucken, dass ich das Netzteil da wieder nach hinten bekomme. Unten durch. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, merke ich jetzt da, das da durchzufriemeln. Weil jetzt ist das Netzteil da drin. Hier die Kabel, das Kabel zerre ich gerade mit, stelle ich fest. Und das darf ja nicht mitgezerrt werden. Ich hoffe, ich reiße das Fanlüfterkabel nicht ab. Mit meinen dicken Fingern komme ich dann übrigens hin jetzt wirklich mehr, wenn das Netzteil da drin ist. Ja, das ist lustig, ja, ich weiß. Ich habe noch nie ein Netzteil eingebaut und ich mache bestimmt einiges falsch. Ich mache es mir bestimmt voll schwer, das Leben, vermute ich mal. Weil ich kriege das blöde Kabel jetzt da nicht mehr durch. So, jetzt aber, jetzt habe ich dich. Komm mal her da. Sei mal brav. Geht auch ganz schnell. So. Wäre das dadurch gefriemelt, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt kann ich das da wieder zusammen machen. Kann ich? Ja, kann ich. Und jetzt kann ich das dann da drauf stecken. Ist das drin jetzt? Alles geklappt? Ich habe es nicht gehört, aber okay. Jetzt habe ich hier noch ein Kabel übrig. Das ist natürlich auch noch so ein Problem, denn da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, wie das nun gehört. Kabelmanagement 6 setzen. Ich würde dich eigentlich auch da unten hindurch schieben, dass du da ein bisschen aus dem Weg bist. So, von unten, genau dadurch. So, ja. Ich glaube, na. Und dann muss ich dich da reinstecken irgendwie. Allerdings, wie gesagt, ist auch drin. Okay. Bleibt das Kabel natürlich jetzt nicht da unten, sondern es hängt da am Luftstrom. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schlecht. Das will ich nicht so haben. Vielleicht kriege ich es da irgendwo oben drüber, aber dann kriege ich die Wand nicht mehr drauf. Das ist natürlich auch schlecht. So, jetzt muss ich es nur noch festschrauben. Dann hätte ich es geschafft. Vorausgesetzt, ich finde die Schrauben. Ich weiß nämlich nicht gerade, wo die Schrauben sind. Das war es jetzt eigentlich schon. Vermute ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich vermute, das war es. Das war es. Außer noch die Kabelbinder muss ich dafür sorgen, aber das zeige ich euch jetzt nicht noch auf dem Video, weil ich muss sie erstmal rausfriemeln, dann muss ich nochmal einen Cut machen und hast du nicht gesehen, das sind die Schrauben von dem Netzteil. Und irgendwie befürchte ich, dass es eh nicht optimal ist. Also ich werde mir definitiv brauche ich ein neues Gehäuse. Jetzt packe ich natürlich die Schrauben da noch geschwind da rein. Nicht gleich direkt anziehen. Wenn ihr jetzt so wie ich
am Computer rumschraubt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im zweiten Teil gesagt habe, der dann, wo das Handy dann runtergefallen ist, damit man da sieht. Also, ja, nochmal von vorne. Wenn ihr also am Computer so rumschraubt, wie ich das jetzt gerade tue, dann dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen, euch zu erden. Ich weiß es nicht, ob ich es schon gesagt habe oder nicht. Auf jeden Fall nicht vergessen, euch zu erden. Sonst kann es sein, dass ihr diverse Bauteile vielleicht beschädigt durch diese statische Aufladung. Die Entladung dann, die kann so solche Teile dann beschädigen. Motherboard oder sonst irgendetwas, irgendwelche Transistoren, die da verbaut sind, können beschädigt werden. Deswegen vorher immer an der Heizung eine unlackierte Stelle, aber bitte nicht vergessen, nicht lackiert, sondern eine unlackierte Stelle an der Heizung oder irgendwas Metallisches dran packen, um zu gucken, ob ihr statisch aufgeladen seid. Wenn nichts passiert, wenn es kein macht oder irgendwas abkriegt, dann seid ihr nicht aufgeladen, dann könnt ihr auch an den Computer hinpacken. Oder ihr zieht euch Handschuhe an. Hätte ich auch machen sollen. Aber ich habe mich ja geerdet vorher, von daher konnte nichts passieren, hoffe ich jedenfalls. Es gab keinen Stromschlag. So, das soll es gewesen sein. Hinten habe ich jetzt an dem Netzteil ist tatsächlich jetzt ein Außenanschalter dran. Das finde ich ganz gut zum Beispiel. Und jetzt hoffe ich, dass das Ding auch läuft. Das heißt, ich stelle es jetzt mal so hin und versuche jetzt das Stromkabel dran zu stecken. Das ist hoffentlich lang genug. Ein bisschen nach hinten noch. Dann passt es auch dran. Und ich versuche, den Bildschirm dran zu packen. So. Ja, das versuche ich jetzt alles. So. Jetzt mache ich nur den Bildschirm dran. Das ist nur ein kurzer Testlauf, ob das auch alles funktioniert. So. Okay. Und er läuft. Das höre ich schon mal. Jetzt habe ich da irgendein anderes Stadtbild gehabt. Was auch immer das war jetzt. Ja, das wird ein bisschen problematisch dann. Befürchte ich, er fährt hoch. So, jetzt kann ich mal das Bild da wegtun. So, jetzt bin ich natürlich auf die Stopptaste gekommen. Aber auf jeden Fall läuft er mal. Nur ich habe kein Bild. Hier dreht sich alles. Hier ist das Netzteil. Kabelmensch muss ich noch machen. Da unten ist die alte Grafikkarte. Das ist die GT 640. Mit 4 GB RAM. Ja, die kommt raus und die neue kommt dann rein, wenn sie denn da ist. Die Geschichte habe ich auch erzählt, ne? Ja. Ich weiß bloß nicht, ob ich die erzählt habe, bevor das Handy runtergefallen ist. Ich wollte euch die Geschichte erzählen. Die erzähle ich dann wirklich, wenn die Grafikkarte da ist. Ich habe die alte ja wieder zurückgeschickt. Warum erzähle ich euch, wie gesagt, rechtzeitig? Und dann werden wir mal sehen. Okay, läuft alles. Ich habe es geschafft anscheinend. Wenn es Probleme geben sollte, lasst es euch natürlich auch wissen, weil ich die Laufwerke natürlich jetzt noch nicht getestet habe. Aber die Festplatte läuft ja offensichtlich, sonst würde ich ja nicht hoch, wäre das Ding ja nicht hochgefahren. So, meine Freunde, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendetwas, Bemerkungen habt, ja, Fragen ist ein bisschen schwierig, aber wenn ihr noch irgendwelche Bemerkungen noch geben wollt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Eure Fragen selbstverständlich auch in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Es wird ja jetzt richtig mörderheiß weiterhin. Tschüss, bye bye, winge winge, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Grafikkarteneinbau. Das wird hoffentlich nicht so eine lange Geschichte und ich hoffe, das Handy bleibt dann stabil in der Halterung. Tschüss, bye bye, winge winge, bis zum nächsten Mal.